Hi, mein Name ist Florian Sussner und ich bin Gründungsberater und Coach für Multipotentials und noch ein paar andere Sachen, wie ihr schon gehört habt. Und ich würde für den Anfang euch gerne auf ein kleines Experiment einladen, zu dem ihr euch passenderweise schon aufgewärmt habt. Ich würde euch bitten, schaut einfach mal nach links von euch aus und schaut mal euren linken Nachbarn an und überlegt euch, dieser linke Nachbar, als der 19 Jahre alt war. Das ist ein Alter, wo man normalerweise entweder gerade Abitur gemacht hat oder vielleicht gerade mit einer Ausbildung fertig ist. Schaut euch den mal an und überlegt euch, als der 19 Jahre alt war, wusste der da schon, was aus ihm mal werden soll oder was er werden möchte? Egal, ob es dann wirklich geworden ist, aber hatte der einen Plan, was aus ihm werden sollte? Und da würde ich mal bitten, wenn ihr euch festgelegt habt, dass sich mal die melden, die der Meinung sind, dass der Nachbar wusste, was er werden soll. Drei Meldungen, Dankeschön. Dann würde ich euch bitten, mal auf die andere Seite zu schauen, das ist rechts von euch aus. Schaut mal euren rechten Nachbarn an und überlegt euch das Gleiche. Als dieser Mensch 19 Jahre alt war, wusste er, was er werden möchte. Und jetzt meldet euch bitte, wenn ihr der Meinung seid, dass der Mensch keine Ahnung hatte, was er werden wollte oder vielleicht auch viele Ideen hatte. Bitte mal melden, wenn der Mensch keine Ahnung hatte. Großartig, danke. Da haben sich jetzt irgendwie die Hälfte der Leute gemeldet. Also anscheinend ist es erwartungsgemäß nicht so leicht rauszufinden, was man im Leben will. Und man wird ja gerade, wenn man jung ist, immer wieder gefragt, schon als Kind, aber auch als Jugendlicher und nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss, was willst du werden? Darauf kann man alles Mögliche antworten und dann kann es vielleicht einen Menschen geben, der sagt, ich könnte Testfahrer für Harley-Davidson werden. Oder vielleicht doch Metzger. Werbetexter wäre auch interessant. Oder vielleicht doch Gastronom, also Restaurant aufmachen. Wenn dieser Mensch dann zum Karriereberater geht und sich beraten lässt, dann kriegt er in der Regel was zu hören wie dieser Satz: Entscheiden Sie sich nicht halbherzig und vorläufig, sondern bewusst und konsequent. Das ist aus einem Interview mit einer Karriereberaterin, war in der Zeit vor ein paar Jahren. Das ist ein typischer Rat, den man kriegt. Also entscheide dich, spezialisiere dich, lege dich fest auf das, was du später machen möchtest. In meinem Fall war es so, nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht hier in Nürnberg. Und ich hatte alle möglichen Ideen, was ich werden möchte. Ich wollte Schauspieler werden, ich wollte Autor werden, ich wollte Lehrer werden, ich wollte Sprachen lernen, ich wollte vielleicht Lehramt studieren, ich wollte auf jeden Fall ins Ausland gehen zum Studieren. Aber was ich genau machen wollte, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Im Endeffekt habe ich dann BWL in Nürnberg studiert. Warum? Ich war der Meinung, ich mache lieber was, wo ich keinen Fehler mache, weil ich hätte genau davor Angst, mich jetzt zu entscheiden für den Rest des Lebens, für irgendwas total Untaugliches, was ich später bereue. Und BWL in Nürnberg war irgendwie so eine sichere Bank, das haben viele gemacht, die ich kannte. Also BWL in Nürnberg. Wenn man dann so in seinem jungen Leben Sätze von sich gibt, wie diese hier: Ich weiß, ich sollte mich entscheiden, aber für welches der spannenden Dinge? Oder: Mir fällt es schwer, dran zu bleiben, wenn ich verstanden habe, wie etwas funktioniert. Oder auch: Wenn ich etwas Aufregendes nochmal machen soll, langweilt es mich plötzlich. Solche Sätze habe ich immer wieder von mir gegeben. Und ich habe dann auch im Studium, nach dem Grundstudium BWL, gemerkt, dass BWL ganz okay war. Aber ich eigentlich wirklich viele andere Sachen machen wollte. Ich habe dann Jugendfreizeiten betreut, bin auf Musicals aufgetreten, habe ein Unternehmen für Universitäts-T-Shirts gegründet und habe tausend andere Sachen gemacht. Und wenn man dann solche Sätze von sich gibt, dann hört man Sachen wie: Wieso machst du jetzt Theater? Ich dachte, du hast BWL studiert. Oder: Spinnst du? Du machst dich selbstständig, wo du eigentlich einen sicheren Job hast. Oder ein Satz, den man besonders gern von einer Mutter zu hören bekommt: Wann wirst du endlich erwachsen und entscheidest dich für eine Sache? In meinem Fall war es dann so, dass ich mit dem BWL-Studium irgendwann fertig war und seitdem, das sind ein paar Jahre her, ihr habt schon gehört, als Berater, als Coach, als Trainer gearbeitet habe, als Autor, als Lehrer, als Dozent an der FH und auch viele andere Sachen und ich das eigentlich ganz gut finde.
Und dann ist die Frage, was treibt einen eigentlich an? Was führt dazu, dass man sagt, man möchte kein Spezialist werden, man möchte nicht seinen eigenen Herzenswunsch finden, worauf man sich festlegt, sondern man will viele verschiedene Sachen machen. Das können Sachen wie diese sein. Einblicke, Erkenntnisse, Entdeckungen machen, neue Sachen kennenlernen, die man nicht kennt, vielleicht auch etwas beitragen, von anderen gesehen werden dabei, anderen helfen auf eine Art, die niemand anders könnte. Oder auch der Gedanke, es ist ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden, gerade weil ich weiß, dass ich viele Dinge hinbekomme. Wenn man also so tickt, ist die Frage, muss man sich eigentlich für eine Spezialisierung entscheiden? Das hier ist Nate. Nate hat in seinem Leben als Testfahrer für Harley-Davidson, als Metzger, als Werbetexter und mittlerweile als Gastronom gearbeitet. Er hat seit 2 Jahren in Nürnberg ein Restaurant, Crazy Nate's West Coast Mexican. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und er hat es genauso gemacht. Dem war das egal, der hat alles Mögliche mal ausprobiert. Das Konzept oder die Idee, die dahinter steht, nennt sich Multipotentiality. Ein Multipotential ist eine Person, die viele unterschiedliche Interessen hat und vielen kreativen Beschäftigungen nachgeht. Multipotentials haben nicht die eine wahre Berufung, wie es bei Spezialisten der Fall ist. Es ist unsere Bestimmung, Multipotential zu sein. Vor uns liegen viele Wege und wir folgen ihnen allen, sagt Emily Wapnick, ist eine Bloggerin, die genau zu dem Thema sehr intensiv schreibt. Multipotentials sind also Menschen, die mehr haben als nur eine Leidenschaft, die sich nicht auf ein einziges Feld festlegen wollen, die sich langweilen, wenn sie sich zu lange mit ein und demselben Thema auseinandersetzen und die Tendenz haben, von Projekt zu Projekt, von Thema zu Thema zu springen. Ist das jetzt schlecht? Kann erstmal schlecht sein, weil eine Spezialisierung fehlt. Man wird irgendwann abgehängt von denen, die BWL studieren, dann Controller werden, dann sich im Controlling immer weiter spezialisieren. Die sind irgendwann richtig, richtig gut in dem, was sie seit 20 Jahren tun. Man kann sich natürlich immer wieder von neuen Themen ablenken lassen. Man verzettelt sich vielleicht. Vielleicht macht man irgendwann so viele Sachen, dass man Burnout hat. Ausbildungs- und Hochschulsystem oder der Arbeitsmarkt sind oft eben nicht so gestrickt, dass man immer wieder entscheiden kann, sondern man hat einen Weg, auf dem man sich irgendwann entscheidet und auf dem man dann bleibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass jemand, der Multipotential ist, ganz andere Stärken mitbringt. Zum ersten schnelles Lernen. Jemand, der immer wieder neue Sachen anfängt, mit immer wieder neuem Interesse, der ist es gewohnt, Anfänger zu sein. Also der ist es gewohnt, sich in Themen einzuarbeiten, die neu sind und der hat Spaß daran, neue Sachen kennenzulernen. Wenn man in sehr unterschiedlichen Branchen sich bewegt hat, mit sehr unterschiedlichen Menschen auch intensiv gearbeitet hat, hat man eine hohe Anpassungsfähigkeit und kann verschiedene soziale Rollen verstehen oder auch einnehmen. Zum Beispiel als Coach, extrem wertvoll sowas. Man kann verschiedene Denkweisen eben auch verstehen und dazwischen übersetzen. Was das bedeutet, weiß jeder, der mal mit einem ITler gesprochen hat oder mit einem Anwalt gesprochen hat und selbst kein ITler oder Anwalt ist und nur Fachchinesisch zu hören bekommen hat. Und es gibt natürlich hier die Möglichkeit, Ideen oder auch Lösungen outside the box zu finden. Ich habe zum Beispiel von einem Instrumentenbauer gehört, von einem Kunstschnitzer, der hat an Geigen diese feinen Verzierungen hergestellt, also sehr filigrane Arbeiten. Und der hat irgendwann beschlossen, er möchte Arzt werden, er möchte Medizin studieren. Und er hat dann, das sind natürlich ein paar Jahre vergangen, irgendwann eine Karriere gehabt als plastischer Chirurg. Und zwar war er derjenige, der Leuten nach einem Unfall versucht hat, ihre Gesichtszüge wiederherzustellen. Und der ist aufgrund seiner feinen Fähigkeiten, so filigran zu arbeiten, einer von Deutschlands bekanntesten plastischen Chirurgen geworden. Wir hatten vorhin den Satz von der Karriereberatung, nochmal kurz zurück dahin. Da war ein anderer Satz noch drin, von der gleichen Karriereberaterin. Und da hat sie gesagt, der sicherste Weg ist immer der, von dem man überzeugt ist und für den man kämpft. Und das ist jetzt ein Satz, der auch für die Multipotentials gilt, den ich sofort unterschreiben würde. Denn als Multipotential muss man sich ja auch fragen, wie jeder andere, was erwartet man von seinem Berufsleben? Was soll das Ganze eigentlich bringen? Ein Thema ist natürlich Abwechslung und Vielfalt.
Ein anderes Thema ist Sinnhaftigkeit. Wenn man schon so viele Interessen hat und ganz viele Sachen toll und spannend findet, muss doch irgendein Sinn da auch dahinter sein oder man möchte doch eben was beitragen. Und drittens, natürlich Geld. Es reicht nicht, viele Interessen zu haben, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen und seine Miete bezahlen. So, ich habe euch am Anfang gebeten, mal nach links und rechts zu schauen. Jetzt würde ich euch bitten, betrachtet mal euch selbst. Überlegt mal ihr selbst, als ihr 19 Jahre alt wart. Was hattet ihr für Wünsche und Vorstellungen und Ziele? Wusstet ihr, was ihr werden wolltet oder vielleicht auch nicht? Hattet ihr vielleicht mehr als nur einen Weg vor euch? Zum Abschluss ein Zitat. Maya Angelou war eine amerikanische Autorin und Bürgerrechtlerin. Wir vergrüppeln unsere Kinder. Wir vergrüppeln uns gegenseitig mit dieser Festlegung, dass du als Maurer nicht das Ballett lieben solltest. Wer nur hat sich diese Regel ausgedacht? Dankeschön.